Hätte ich gerne. Da nichts von mitgekriegt. Bombe. Auch die Leute, die sieht man ja sonst so nicht, ne? Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 auf der ProMods Map in der Version 1.49.10.1s oder so irgendwie. Ja, manche interessiert das. Und wie ihr seht, ich bin jetzt ein bisschen weitergefahren. Ich bin hier in Portugal in der Algarve. Hier bei, wie heißt das? Bei Faro. Da habe ich was abgeliefert. Ich habe nochmal die eine oder andere Folge gemacht, eine oder andere Tour gefahren und habe gedacht, okay, das probierst du aus, weil ich ja zwischenzeitlich mal kurz auf der 1.50 Experimental war, weil ich an so einem Konvoi teilgenommen habe. Den habe ich allerdings zwar mitgeschnitten, aber wieder verworfen, weil sich die, ja, ich sag mal so, die ganze Geschichte nicht für meinen Kanal geeignet hat. Habe ich das dann weggelassen. Machen wir aber vielleicht ein andermal. Vielleicht mache ich auch nochmal, dass ich mit jemandem im Konvoi fahre und dann Konvoi-Videos entstehen. Ja, wir hatten ja letztens mal dieses Ding hier ausfindig gemacht. Ich habe gesagt, was? Kanaren? Und dann bin ich mit der Kamera dahin, habe ein bisschen geguckt und dann war das so eine Winterlandschaft. Und darüber ist dann doch so eine Unterhaltung entstanden in den Kommentaren der entsprechenden Videos. Und da hat auch geheißen, das wäre ja toll, wenn du da nochmal rumfahren würdest. Weil andere, die auch die ProMods-Map haben, haben aber diese Weihnachts-Map dann nicht. Da ist die Rede von einem Fehler, von einem Bug. Ja, ich weiß es nicht. Ich hab sie, ne? Ich muss allerdings mit meiner Map-Erweiterung, wir sehen ja hier sogar Nordafrika, ganz schön weit reinzoomen, also rauszoomen und dann dahin. Jetzt muss ich mal gucken, wie ziele ich das denn an, das anzuvisieren. Ist nämlich schwierig, das zu finden. Ich versuche jetzt nochmal mit der Kamera dahin zu fliegen und da dann den LKW abzusetzen. Dass wir dann wirklich da ein bisschen rumfahren können, denn so viel haben wir rausgekriegt, das ist wohl ein Weihnachtsevent gewesen im letzten, zum letzten Weihnachten von World of Trucks wohl gemacht. Also ProMods hat da offenbar nichts mit zu tun. So, es sind auch ein paar Kameras, das wollen wir uns angucken. Wenn mir das jetzt gelingt, dahin zu fliegen, dann werden wir da mal ein bisschen rumfahren und das angucken, bevor wir uns dann wieder anderen richtigen Aufträgen zuwenden. So. Also dafür gehe ich jetzt erstmal rein ins Spiel. Ich habe allerdings meinen Trailer hier, ne? Den nehmen wir nicht mit. Ne? Den lassen wir weg. Würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass da Firmen sind, oder? Das wäre so ein Ei. Dann da Aufträge fahren, fände ich knorke. Aber wir gucken uns da mal so ein bisschen um. Ach, jetzt habe ich das noch gar nicht gesehen. Müssen wir erstmal warten hier. Eieieiei. Ja, also jetzt nochmal so ein bisschen außerhalb des normalen Auftragsgefahres. Gucken wir uns das an. Ganz besonders ja, weil einige das offenbar nicht haben. So, hier stehen wir. Hier hatte ich abgeliefert beim letzten Mal. Gestern oder wann das war oder vorgestern. Allerdings für mich alleine. Ist aber mal ganz schön, so ein bisschen zu fahren und dabei die Klappe zu halten. Habe ich wenig Zeit zu, komme ich selten zu, aber manchmal ist es dann eben so. So, und dann werden wir jetzt gucken, dass wir den Auflieger abmachen. Wie geht das? Aufliegermanager. Dann habe ich den hier. Zurückschicken. Ja. Wump. Okay, und jetzt müsste ich ohne da stehen, ne? Ist es so? Ah ja. So. Und jetzt gehen wir mal in die Flugkamera. So, und jetzt machen wir mal hier. So, jetzt muss ich mal die Richtung finden. Die Schwierigkeit ist ja, die Richtung gut einzuschätzen. Und dann, wenn ich jetzt fliege und nichts mehr sehe und komme zu hoch, dann sehe ich nachher die Map nicht mehr. Genau gleich ist, wenn ich zu tief komme. Ich muss also gucken, dass ich jetzt möglichst gerade fliege. So, und jetzt beschleunige ich auf die schnellste Beschleunigung, wo es gibt. Das ist nämlich ganz schnell, dass man das nicht findet. Ich weiß, dass auch jemand anders, die Bianca hat auch versucht. Die hat sich da auch vertüdelt.
Weil man sieht hier nicht, bin ich zu hoch, bin ich zu tief, das sieht ja alles gleich aus. Tja. Sonst muss ich das einfach mehrmals versuchen. Oh Gott, ich fliege jetzt schon so lange. Wir sind schon, bestimmt schon viel zu Also lange. Nochmal. nochmal. Es ist sehr schwer. So, ich mache mal erstmal Schrauben, Schrauben, Schrauben langsam. So. Jetzt nehmen wir mal die richtige Richtung, von der ich meine, erstmal ein bisschen Landesinnere. So. Und jetzt würde ich mal sagen, kommt das hin mit dieser Richtung. Jetzt versuche ich mal möglichst gerade zu bleiben in der Höhe. Also weder an Höhe zu verlieren noch zuzunehmen. Und jetzt beschleunige ich etwas. Ich würde mal sagen, so. Und so lasse ich das jetzt mal eine Weile. Ja, ein bisschen noch. So. Und die Richtung, die könnte ich ja schon mal gucken, ob ich die. Sehe ich denn die Linie hier? Nee, ne, die sehe ich auf den kleinen. Nicht auf der kleinen. Die Richtung war eigentlich schon ganz gut. Lass mich mal in die Richtung fliegen hier. Das ist ja schon sehr wild. Dann war ich wohl zu niedrig. Dann fliege ich jetzt nach oben. Da kann man manchmal sehen, wo da die Spitze ist. Da fliege ich drauf zu. So, ich muss jetzt aber wieder umdrehen. Müsste das ja irgendwann auftauchen. Gott, ist das schwer. Aber jetzt bin ich einmal hier, jetzt bleibe ich dran, jetzt will ich da drauf. Ich hab's gesehen. Ah, so langsam. So. Ist hier eine Insel? Guck mal, hier ist eine Insel. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo ist jetzt das Zentrum mit dem Dorf? Wir fahren mal in die Richtung hier. Wo fangen wir denn an? Hier ist aber nirgendwo eine Firma, wo man einen Auftrag annehmen könnte oder so, ne? Oder eine Halle, die man kaufen könnte. Dann könnte ich mir ja so einen Punkt setzen, wo ich dann mit einer Fernreise hin könnte. Nee, also erstmal versuche ich meinen LKW jetzt hier abzusetzen. Wieso geht denn das nicht? Steuerung F9? Oh. Da. Mit Steuerung F9. Ja gut. So. Ja, jetzt wird's aber dunkel, ne?
Oh Mann, ich muss eine Menge rausschneiden am Anfang, weil ich habe da jetzt wirklich eine halbe Stunde gebraucht, um diese Map nochmal wiederzufinden. So, das machen wir hier nochmal die Map. So, wir haben. Ich bin hier noch nicht gewesen, deswegen ist hier auch noch nichts gelb. Ist das glatt, ne? Glaube ich. Licht habe ich an, oder? Wow, was ein Lärm! Ja, das ist das Weihnachtsdorf von World of Trucks, was man eigentlich gar nicht erreichen kann. Aber man kann schon, wenn man das also auf der Map da unten sieht und dann, ja, so wie ich immer wieder versucht mit der Map, mit der Flycam dahin zu fliegen, kann es klappen, ne? Jetzt gucken wir hier. Ah, ist ja echt schön, ne? Jetzt gemacht haben. Ja, würde ich sagen, fahren wir da gleich da hinten mal links. Mal gucken, wo es das hinführt. Also irgendein Event war das. Die mussten ja hier irgendwas hinbringen oder abliefern. Das ist ja klar. Da vorne ist irgendwas eingetragen. Sollen wir da mal erst hinfahren? Da, wo Town steht. Wie sieht das denn auf der Map aus? Lass doch mal gucken. Christmasmarkt. Dann haben die wahrscheinlich da was hingebracht. Was ist das? Shopping Peaks. Hier ist doch was. Rudolfs Crafts. Kann ich denn da? Ja, das geht. Guck mal, 26 Kilometer. Lass uns da mal hinführen. Ist 15 Uhr, ist das immer so mit der. Es hat wahrscheinlich meistens Duster hier, ne? Winter Wonderland ist eine tolle Idee. Ich hatte davon nichts mitgekriegt. Ach, guck mal, hier ist auch was Interessantes. Vorsichtig bremsen. Oh, ist das ein Geschlitter. Wie klasse, ey. Guck mal, da sind Rentiere. Richtiges romantisches Weihnachten, ne? Ja. Arts Workshop. Hier kann ich aber mal ordentlich verunfallen. Schwer zu erreichen, ja. Ich suche jetzt hier natürlich nach der Möglichkeit, irgendeinen festen Punkt zu machen, den ich vielleicht mit einer Schnellreise oder so erreichen kann. Oder ich würde eine Halle kaufen oder irgendwas, wenn ich hier sowas finden würde. Ich glaube nicht, aber man kann ja mal gucken. Vielleicht ja doch. Macht ganz schön Lärm, ne? Das Auto. Ja, der Schnee. So, jetzt sind wir gleich da. Oh ja, da ist was Schickes. Da ist eine Firma. Guck mal. Erster Aufenthalt in Arts Workshop. Aber jetzt muss ich trotzdem erstmal aussteigen, ne? Ja, langsam. Kann man hier irgendwas sehen? Da ist nichts drin. Nee. Geräuschkulisse? Boah, ist da toll gemacht.
Da haben sie sich aber selber übertroffen. Guckt euch das mal an, wie schön das ist. Ich weiß nicht, ob man... Ah, guck mal da! Ich meine, alle, die das Event damals mitgemacht haben, die kennen das sicher alle schon, ne? Aber für mich ist das neu. Ich habe das nicht gesehen. Hätte ich gerne. Da nichts von mitgekriegt. Bombe. Auch die Leute, die sieht man ja sonst so nicht, ne? So, pass auf. Ich glaube nicht, dass wir hier Aufträge kriegen, aber wer weiß. Tja. Kein Auftrag mit deinen Frachtfiltern oder aktuellen Fähigkeiten konnte gefunden werden. Moment mal, da habe ich noch eine Idee. Schade. Nächstgelegene zeigen. Da springt er immer da oben hin. Der hat da irgendwie keinen Ankerpunkt, ne? Dann können wir wohl nur so hier ein bisschen rumfahren. War noch irgendwas offen? Ne. Nur die beiden, aber da ist nichts. Schade, schade. Dann fahren wir erstmal hier zu der Kamera, die ist da bei dem Kreisverkehr. Und anschließend fahren wir mal dahin, was auch immer das ist. Ah ja. Ich weiß, wie ich hier wieder zurückkommen könnte. Ich könnte ja hier einfach einen Speicherpunkt setzen. Einfach abspeichern hier. Ne? Ah, da ist die Kamera. Boah, ich rutsche. Na, der falsche Knopf. Da. Rudolfsdorf. Schön, schön. Ja, kann ich mir schon vorstellen, wenn man so in der Adventszeit oder so um Weihnachten rum so ein Event hat und ist dann hier unterwegs, das ist schon klasse. Da kommt richtig Weihnachtsstimmung auf. Toll gemacht auch mit den Animationen, das sieht schon echt aus. Ja. So. Fahren wir zum nächsten Punkt weiter, den ich mir da ausgeguckt habe.
35 Kilometer, das ist jetzt aber mal ein Stück weit. Ich habe keine Ahnung, warum ich das habe. Ich glaube, die Bianca hat mir erzählt, die hätte das auch auf der Map gesehen, hat das aber mit der Flycam nicht erwischen können, ne? Also ich habe jetzt auch eine halbe Stunde gefummelt, bis ich das wieder gefunden habe. Das ist schwierig. Schlitter. Guck mal, hier ist auch noch was wie ein kleines Dorf. Das ist gar nicht auf der Map eingezeichnet. Das lohnt sich also, hier mal so ein bisschen rumzufahren. Und so klein ist das gar nicht. Das ist ganz schön groß. Gut, dass ich noch getankt habe vorhin. Zwischendurch mal. Weil ich gemerkt habe, oh, das ist sonst ein bisschen knapp. Nicht, dass wir hier rumfahren, dann geht mir der Sprit aus. So, müssen wir jetzt hier links? Ne, hier noch nicht. So, hier. Oh, vorsichtig bremsen. Das haben sie aber tüchtig glatt gemacht hier. Alter Falter. Man könnte das ja auch machen, dass man das hier auf dem Nordpol quasi oberhalb von Spitzbergen irgendwo verankert. Und dann ist das eben nur abbiegen. Eine Tour zum Nordpol, ne? Weil dieser Wirbel, der ist interessant. Interessiert mich jetzt mal, was das bedeuten soll, dieses Symbol da. Vielleicht ist das auch nur eine Firma. Auf jeden Fall werde ich dann auch gucken, ob man da vielleicht ja doch mal einen Auftrag kriegen kann. Ich denke mal eher nicht, ne? Der Wirbel, wie man dann hier hingekommen ist, ne? Kann das vielleicht sein? Da fährt man da in den Tunnel rein, blub, und dann ist man irgendwo. Deswegen machen wir jetzt mal Folgendes. Speichern. Neuer Spielstand und den nenne ich WOT Weihnachtsdorf. So. Na? Und dann fahren wir natürlich da rein in den Tunnel. Wir wollen ja schließlich wissen, was dann passiert. Hier ist nur so ein kleiner Kehrbogen. Da ist ein Teich. Das gucken wir uns doch an. Ja, so ein kleiner Teich. Interessant, ne? So, jetzt fahren wir natürlich da rein in den Tunnel. Ich denke mal, dass wir dadurch dann wieder wie durch so eine Fähre flupp. Ah ne, er ist zugesperrt, ne? Ah, das habe ich mir gedacht. Im letzten Moment denken, nee, da kannst du nicht durch. Ich kann mir vorstellen, dass die hier angekommen sind. Ey, was? Mach mir die ganze Karre kaputt. Ganz schön brutal harten Schnee gibt's hier. Dann machen wir mal schön vorsichtig. So. Jetzt ist es dunkel, ne? Da können wir wahrscheinlich nicht rein. Wie viel Schaden habe ich eigentlich schon? 2%, naja. Vielleicht ist das ja Phantom. Nee, aber ich komme da trotzdem rein, wenn ich das will. Moment, zurückgucken, da. Steuerung. Nein, so musst du. Steuerung F9.
So. Jetzt bin ich drin in dem Tunnel. Mal gucken, was jetzt passiert. Wahrscheinlich nichts Gutes. Ja, das habe ich mir gedacht. Dann fallen wir ins Nirvana. Wenn ich jetzt hier weiterfahren täte, würden wir runterfallen. Naja. Naja. Okay. Soll nicht das Problem sein. So, fahren wir wieder zurück. Jetzt gucke ich mal wohin. Suchen wir uns noch ein Ziel aus. Dahin. Und dann zur Post Office. Ja. So, wir müssen wieder zurück hier. Ja, es wird jetzt dunkel, ne? Oh, guck mal, Polarlicht hinter uns. Schick, schick. Ja, ich werde jetzt natürlich nicht, wer weiß, wie viele Folgen hier verbringen, aber wir können ja nochmal wieder zurück. Ich habe ja jetzt einen Speicherplatz, den werde ich dann wohl auch nicht überschreiben, sodass, wenn ihr das wollt, wir nochmal wieder eine Folge machen, wo wir uns dann hier nochmal ein bisschen umgucken. Na? Dann brauche ich das auch nicht wieder so mühsam neu zu suchen. Das lange Gesuche muss ich gleich erstmal dann rausschneiden hier. Schnell, glatt. Nein, nicht wieder das Auto versemmeln. Ist hier auch eine Werkstatt? Gesehen habe ich da diesbezüglich nichts. Ja, wird dunkel. Naja. Zeit vergeht relativ langsam. Das zählt wohl hier als ein Ort oder eben nicht als Autobahn. Vorsichtig, nicht dagegen dacheln. Oh ja, sieht man wieder schön das Polarlicht. Hat ja auch was, ne? Das hier im Dunkeln zu sehen. Ist ganz schön schlüpfrig. Das kenne ich höchstens so von Island. Da gibt es so Straßen, die so ein bisschen schlüpfrig sind. Was ist da eigentlich für... Ach ja, ist die Kamera, ne? Ja, das ist die Kamera. Die gucken wir uns natürlich an. Oh, guck mal, wie schön das Dorf da hinten leuchtet. Bombe. So. Motor aus. Und gucken wir mal. Dorf von Polarstern. Aha. Da unten blinkt was. Und da ist ein Schiff. Ah, das soll jetzt sowas hier Nordpolmäßig sein, ja. Nicht schlecht. Könnte mir vorstellen, dass man über das Eis drüber fahren kann. Früher, ich weiß nicht, ob das heute so ist, konnte man auch über das Wasser fahren. Das war wie so eine Glasscheibe. Aber es kann sein, dass sich das mit den Jahren verändert hat. Toll. Auch die Beleuchtung so richtig romantisch, gemütlich, weihnachtlich. Das sieht so aus, ne? Überall Friede, Freude, Eierkuchen, überall glückliche Familien, die gut gegessen haben, die Kinder spielen mit neuen Spielzeugen. Ach, guck mal, haben sogar einen Hund dahin gemacht. Super. Ne? Und alle sind freundlich miteinander, alle sind glücklich, aber in der Wirklichkeit, selbst wenn man mal
so ein Dorf sieht, verschneit, mit Weihnachtsbeleuchtung, wo man diesen Eindruck hat. Ja, leider ist die Realität anders. In jedem dritten Haus ist irgendwie gerade Streit oder eine Beziehung bricht auseinander. Oh gut, dass wir jetzt erst rollen. Ich brauche gar nicht den Motor mal, weil den Lenken geht so schwer. So, fahren wir jetzt zur Post Office. Oh ja, das Event, das wäre was für mich gewesen, wenn ich das mitgekriegt hätte und das gemacht hätte. Oh, guck mal da hinten. Zug. Da hätte ich Spaß dran gehabt. Wer keine Weihnachtsstimmung hat, der könnte hier dann Eurotruck spielen, der kriegt die. Erster Aufenthalt in Post Office. Komischer Name, ne? Schick, schick. Ist da bestimmt auch wieder eine Firma? Ja. Ich denke natürlich, dass das genauso sein wird, aber ich muss ja wenigstens gucken. Ne? Wer weiß, vielleicht haben wir ja doch einen. Stell dir mal vor, wir kriegen jetzt hier eine Tour zum südlichen Teil der Map oder so. Dann hätten wir doch noch richtig was. Das wäre doch richtig klasse. So, gucken wir erstmal hier. Nee. Ne, ich wollte nochmal drücken hier. Und hier. Tja. Nix da. So, drehen wir mal um. Ich muss... Oh, da müssen wir noch weiter rum. Ich muss mal gucken, dass ich, ob ich hier irgendwo eine Werkstatt finde, ne? Ich höre Musik. Nein, das ist eine Lok. Oder? Da! Wie geil ist das denn? Na, das ist kein wirklicher Tunnel. Fährt ganz schön langsam. Ja. Super. Und da ist das Schiff. Ach, das ist die Insel, die ich schon gesehen hatte. Lampions werden aufsteigen lassen. Ach, guck mal, da steht noch so ein Weihnachtsbaum einzeln, alleine auf der Insel. Naja. So, dann suchen wir uns jetzt mal noch den nächsten Punkt. Hier unten. Chocolate Factory. Sollen wir da noch hinfahren? Ja, oder wir fahren einfach mal hier weiter rum. Oder wir fahren jetzt noch mal hier bis in die ins Zentrum. Ja. Dann soll auch genug sein, oder? Und dann machen wir eventuell ein andermal, dass wir nochmal herkommen. Ich werde auf jeden Fall testen, ob das klappt mit dem Speicherstand dann, ne? Ob man dann hier noch herkommt. Also das wäre auf jeden Fall viel zu schade, wenn die Map nur einmal benutzt hätten und es das im nächsten Jahr nicht wieder gäbe. Heißt, ich werde jetzt mal darauf achten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie die Map noch ein bisschen erweitern. Ne? Dann noch ein paar Dinge einbauen, aber das ist ja schon perfekt hier. Ne? Vielleicht ein bisschen größer machen oder so. Und dann, jetzt fahren wir den gleichen Weg zurück ein Stück weit, naja gut, macht nichts. Und dass man dann im nächsten Jahr wieder hier so ein Event machen kann, ne? Aber wenn das doch ausgebaut ist hier, dann kann man das ja auch lassen. Dann kann man ja auch mal
das als Nordpol da noch so als Sonderfolgen, als Sondertouren machen. Ne? Wieso nicht? Was weiß ich, von Hannover nach Nordpol oder so, dann hat man da eben, dass man, was weiß ich, vielleicht von der Probotsmap aus, von Spitzbergen aus mit einer Fähre fährt und dann landet man eben hier an so einem kleinen Dorf hier an der Küste oder so, wo dann eben alles so ist. Fände ich okay. Ne? Warum nicht? Das ist natürlich fiktiv. Das gibt es ja real, in real nicht. Obwohl es gibt vielleicht auch Gegenden in der Realität, die so dem hier nahe kommen. Das könnte man ja dann da auch so gestalten. Ne? Boah, hier geht es aber steil runter und ich traue mich nicht wirklich zu bremsen. Uiuiuiuiuiui. Hier ist auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber hier ist man selber schuld, wenn man hier schneller fährt. Gefährlich, gefährlich. So, jetzt müssen wir auf eine Abzweigung kommen, dann müssen wir links. Und dann dürften wir ja wieder so in dem Zentrum sein. Das ist ja auch so ein größerer Ort, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, von diesem Weihnachtsevent, was es mal gab, mit den Geschenken, die man gefahren hat, ne? Mit so einem Truck dann hier Geschenke ausliefern am Weihnachtsmarkt. Also, wer da keine Weihnachtsstimmung kriegt. Vorsicht, 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 Vorsicht. So, hier rein. Aber keine KI-Verkehr unterwegs, ne? Das müsste man noch machen. Das wäre ja zum Beispiel so eine Idee, die man machen könnte oder versuchen könnte für das nächste Jahr, das Event, dass hier ab und zu kommt einmal so ein Schlitten entgegen, so ein Hundeschlitten oder so. Oder mal so eine kleine Karre. Nicht jede Menge Verkehr, aber so ab und zu hast du dann auch mal so einen Weihnachtsmann auf dem Schlitten mit Rentieren vor, hier auf der Straße unterwegs. Das wäre doch nicht schlecht. Könnte man ja machen, ne? So, jetzt sind wir hier in dem Hauptdorf, wo wir ja schon mal beim letzten Mal zugeguckt haben. Denke ich mal. Town Square. Hier so im Dunkeln sich das anzugucken, ist schon Bombe. Ich würde sagen, ich speichere dann hier nochmal ab. Hier im Zentrum. Ich mache aber einen zweiten Speicherstand vorsichtshalber. So. Noch einen neuen, dann haben wir das nochmal. WOT-Weihnachtsdorf 2. So. Da müsste ich hier auch immer wieder hin können. Das kann ich ja nochmal ausprobieren. Wie mache ich denn das jetzt? Ich könnte mich jetzt ja quasi per Schnellreise nach Hause. Das müsste doch gehen. Ich muss nochmal einmal ein bisschen rumgucken hier. Komm, das ist so schön hier. Warte, ich mach mal langsam. Wie zu Fuß. Die Geräusche, ey, von den Kufen. Voll echt. Ja, so ungefähr kann man sich auch Rothenburg ob der Tauber vorstellen zur Weihnachtszeit. Die machen das auch richtig toll da. Und dann das Ganze in mittelalterlichen Gebäuden. Das ist also Fachwerkhäuser und so weiter. Das ist dann nochmal ein Stück besser. Toys and Jingles.
Ist das irre. Oh je, jede Menge Alk. Ja, hier so ein Ding. Ein paar Rentiere davor, einen dicken Weihnachtsmann drauf, hinten noch ein paar Geschenke drauf und dann hier durch die Gegend fahren lassen. Warum nicht? Als KI. Ich glaube, hier habe ich schon geguckt beim letzten Mal, ne? Aber es ist überall das Gleiche. Da könnte man zum Beispiel hier die Dekoration in den Weihnachtsbuden noch ändern. Mal ist das so der Schnaps, dann irgendwie eine Fressbude mit Brezeln und Broten, dann irgendwie, dass man sieht, einen Grill auf dem Würstchen, dann so Kinderspielzeug, so diese Schneeuhren und sowas. Und du trinkst einen unsichtbaren, du sprichst im Telefon, ne? Ich dachte, du trinkst einen unsichtbaren Glühwein. Einfach nur fantastisch. Das ist nicht mehr zu übertreffen. Da gibt es nichts dran zu verbessern. Die Ideen, die ich dann habe mit dem Schlitten oder mit den unterschiedlichen Verkaufsständen, Hütten da, das ist einfach nur, um das noch ein bisschen zu erweitern. Aber besser machen kann man das hier eigentlich gar nicht. Das ist doch perfekt. Großartige Leistung. Ja, das könnte auch genau in Rothenburg sein. Ja, auch mit den verwinkelten Gassen und so. Ah, jetzt sind wir so ein bisschen im Bereich, wo man eigentlich nicht unbedingt so hin soll, ne? Ah ja. Guck mal, die Fassaden von hinten. Ah! Jetzt komme ich nicht mehr raus. Kann man hier? Nee. Da müssen wir durch. So, wir wieder draußen. Ach, da steht mein Truck. Ach, guck mal, Kirche. Da singt jemand. Das haben wir ja bei Omsi auch in der einen Kirche, wo sie für die Weihnachtszeit Lieder üben. Und habe ich da irgendwo in irgendeinem Video, habe ich das erzählt, da habe ich das dann stundenlang gehört, weil ich da draußen gebastelt habe an der Map. Und da stand diese Kirche da schon. Diese Jesu Christi Kirche da. Und immer wieder die gleiche Leier abgespielt. Das waren auch manchmal Unterhaltungen von den Leuten da. Konnte man nämlich hören, da wurde mit aufgenommen, wie irgendwie ein junger Mann und zwei, drei Frauen, so hörte sich das an, an der Orgel sitzen und dann irgendwelche Lieder, so Texte und so mit so vielen Strophen so ausprobiert und getestet haben. Und dann hört man wieder gleich, da, 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 die, da, da. Nein, ein bisschen tiefer, sagte er dann. Also nochmal, dann ging die Orgel wieder los. Da, da, komm, da, da, die, da. Nee, jetzt ein bisschen dann. Ja, aber das ist doch nur 3 Stunden. Nee, das sind ganz viele Strophen und all so ein Scheiß haben die da erzählt. Und ich habe das wieder und wieder und wieder gehört. Ich hätte das natürlich irgendwie abschalten können oder einfach dieses Gebäude so lange wegpacken können. Aber irgendwie fand ich das, ich fühlte mich wohl dabei. Ist komisch, ne? Ich habe da wirklich mehrere Tage abends gesessen und habe da irgendwie da diese Gegend gebaut und war mit der Kamera ja immer so nah wie jetzt bei der Kirche da und habe dann also immer den Sound gehört, bis ich mich dran gewöhnt habe. Dann war das wie nach der Arbeit, wenn ich weitergemacht habe, wie nach Hause kommen. Dann haben die Leute mich da begleitet, indem sie da geprobt haben. Hotel Shogun. Ich gucke ja immer so gerne in Fenster, wenn man da irgendwas erkennen kann. Das sind ja wahrscheinlich so zufällig aufgenommene Fenster von irgendwelchen Häusern. Und manchmal kann man so ein bisschen von der Einrichtung erkennen. Das finde ich immer höllisch interessant. Naja, gut. Aber wir sind ja hier schließlich nicht bei wir gucken uns Weihnachtsdörfer an, sondern beim Eurotruck-Simulator. Aber das war jetzt doch mal ein bisschen was Besonderes. Ich habe erstmal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so habe ich gebraucht, um das hier zu finden. Was wir jetzt noch zusammen machen, ne? Dazu muss ich, glaube ich, in den Garagenmanager und dann kann ich eine Schnellreise machen, ne? Stadt Kiel, Schnellreise. Oh
kostet 6.000 Euro. So, jetzt bin ich erstmal nach Kiel. Damit man den Unterschied... Ach, jetzt müssen wir wieder warten. Und dann versuche ich mal, den Speicherstand zu laden, ob wir dann auch wirklich da... Vielleicht geht das ja auch gar nicht, dass man da gar nicht speichern kann. Müsste aber eigentlich gehen. Aber ich will es trotzdem vorsichtshalber mal ausprobieren. Dann kann ich nämlich sagen, wenn ihr sagt, wir sollen da nochmal ein bisschen rumfahren, nochmal eine Folge machen, dann machen wir demnächst nochmal eine Folge da zwischendurch, wo wir uns das weiter angucken, dass wir alles gesehen haben. Kann ja auch sein, dass ihr sagt, nee, lasst das mal. Ich denke mal... Achso, ist der LKW nur da, ne? Dann sollte ich vielleicht mal einsteigen. Ja, jetzt sind wir doch in Kiel. Was? Zwischenhalt zum erwünschten? Zwischenhalt zum erwünschten Portal setzen? Was ist das denn? Da ist bestimmt irgendwas von dem Event noch. So, ich würde sagen, jetzt mache ich mal Folgendes. Zwischenhalt. Kann ich jetzt nicht fahren? Doch, ne? Aber wieso? Ah, jetzt ist das weg. Gut. Dann machen wir die Karre aus. Und dann speichere ich hier einfach mal ab. Wir waren ja in Südspanien. Ich kann ja von da aus auch weitermachen, wenn ich will. So. Gut, und jetzt laden. Weihnachtsdorf 2. Ja. Ah ja, dann mal gucken, ob das so klappt. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge fahren wir wieder einen Auftrag. Wir starten in Südspanien und gucken wir mal, wo wir hinfahren. Mal sehen, was von da aus so gibt. Und ihr könnt dann euch in Ruhe überlegen, ob ihr dann sagt, macht doch nochmal, wenn ihr das wollt. Ja, das funktioniert, seht ihr? Einmal da sein, sich dann Speicherpunkt setzen, dann kann man da immer wieder hin. Solange das zumindest noch da ist. Ich denke mal, ich muss damit rechnen, dass wenn jetzt mal irgendwann die ProMods-Map mit der 1.5.0 von ETS 2 kompatibel ist, dass das möglicherweise weg ist hier. Aber ansonsten geht das ja. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal dabei. Und dann fahren wir wieder standardmäßig irgendwo in Südspanien, da wahrscheinlich an der Ecke Faro. Von da aus ungefähr geht's dann weiter. Bis dann, bye bye und tschüssi.